So, willkommen, willkommen zum nächsten Video. So, sieht man alles richtig? Jawohl. Ich habe heute früh was machen müssen und kam gleich auf die nächste dumme Idee. Und zwar habe ich was machen müssen, und zwar bei meinem Projekt Bottle in the Bottle. Das hier ist ein Ficus Benjamini. Da steht komplett im Sermis, ist hier oben abgedeckt, und zwar, das ist eine 2 Liter Flasche destilliertes Wasser, wo drinnen eine mit Wasser gefüllte Cola-Flasche ist, oder ich weiß noch mal, was es war. Und zwar habe ich den kleinen Steckling vor einem Dreivierteljahr ungefähr, also Anfang des Jahres, halbes Jahr, habe ich den hier reingepflanzt, sodass er sich hier drinnen die Wurzeln nach unten wachsen und hier unten in der Schale breit machen, so dass es am Ende ein Bonsai werden kann, der schon eine relativ flache Schale hat und der dann auf seinen eigenen Wurzeln steht. Ich habe vorhin mal reingeguckt, ich bin ganz zufrieden. Die Fotos dazu habe ich auf Instagram gestellt. Was mir vorhin aufgefallen ist, ich musste hier oben, das sieht jetzt aus, als wenn da jemand herumgenagt hätte, bei diesen Flaschen gibt es ein riesengroßes Problem, und zwar im Nachhinein. Ich habe jetzt gerade leider keine zur Hand. Die haben oben diesen Flaschenhals mit dieser roten Decke, und der ist sehr massiv. Und vorhin habe ich gesehen, dass die Wurzeln immer weiter nach außen gekommen sind jetzt im letzten halben Jahr, und dachte mir, Mensch, das muss ja mal irgendwann mal abschneiden können. Und deswegen habe ich das da vorhin drum genagt. Aber wo ich vorhin gesehen habe, wie gut das funktioniert hat, wobei das ein Ficus ist, na, also den erschüttert ja eigentlich gar nichts, habe ich mir überlegt, wir machen dasselbe nochmal, aber mit Liguster. Weil ich musste feststellen, dass Liguster genauso ein Unkraut ist wie ein Ficus und auch relativ viel abkann. Und jetzt will ich mal sehen, was es tatsächlich abkann. Dadurch, das hier ist eine 2 Liter Flasche gewesen. Ja. Ich habe ja gedacht, wir machen das Ganze mal nochmal größer als 5 Liter Variante. So, nur mal, dass man hier mal so ein bisschen die Größenverhältnisse sieht. Ja, also das ist schön, dass, wenn das was wird. Ich hab jetzt noch keine Erfahrung, wie das mit wie es mit Liguster verhält, mit den Wurzeln. Das werde ich aber gleich sehen, wenn wir hier reingucken. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Es soll am Ende mal genau so stehen. Und zwar, wir haben hier unten, machen wir es mal einzeln, damit man den Aufbau sieht. Wir haben hier unten einfach die Schale, wo immer permanent Wasser im Anstau stehen wird. Es muss ja irgendwie das Wasser es schaffen, von hier unten bis nach hier oben zu kommen. Am Ende werden die Wurzeln jetzt vielleicht hier irgendwo hängen. Also da muss permanent Wasser da sein, damit das funktioniert. In dem habe ich ein paar Löcher reingemacht. Ich weiß nicht, man wird es mal wieder nicht sehen, weiß auf weiß. Ne? Wir werden hier unten eine Schicht Vulcatec mit Ceramis Gemisch reinmachen. Diesmal im Gemisch 1:1, einfach deshalb, weil damit das Ceramis saugt halt einfach besser. So. Machen hier unten eine gewisse Schicht rein, ich sag mal so 5 cm ungefähr. Dann stellen wir den oben auf. Das, ja, also hier, ja, kann man schön durchgreifen. Ich habe diesmal auch gleich oben den Rand weggeschnitten, damit ich nicht wieder das Problem kriege. Und habe mich aber diesmal dazu entschieden, ein höheres Gefäß zu nehmen. Und zwar, ich will ja nicht komplett versenken. Da steht dann ungefähr bis hierher, steht er dann drinnen und kann hier nicht ganz so leicht weg. Der da drüben, der steht schon mittlerweile schief. Ja, einfach nur, es wird dann vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Am Ende wird das Ganze dann abgedeckt. Genauso wie der, einfach wegen der Algenbildung. Diese Flasche habe ich schon mal vorbereitet. Das ist eine 2 Liter Flasche. Da habe ich Fiboterm reingemacht. Ich habe einfach Fiboterm genommen, weil es billig ist. Die steht dann hier oben drin auf. Der kommt oben drüber, so dass die Wurzeln alle an der Flasche da innen drinne vorbei müssen. Im besten Fall in ein paar Jahren nehme ich das Ganze raus und habe einen wunderschönen Liguster-Bonsai, der auf seinen eigenen Wurzeln steht. So,
Bevor wir das Ganze jetzt aber einsetzen, holen wir den da erstmal raus. Weil der soll es werden. Der soll es werden. So, dafür brauche ich noch was. Zack. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich habe einen Legusta-Bonsai zu meinem Geburtstag im Januar geschenkt bekommen. Und habe festgestellt, dass man von Legusta ohne Probleme genauso einfach wie mit einem Ficus Steckleger machen kann. Die jungen, frischen Triebe abschneiden, ins Wasser stellen, ins mineralische Substrat stellen, feucht halten, Wurzelt. Wurzelt immer, funktioniert immer. Das hier sind schon die zweiten Stecklinge. Das hier waren die ersten. Die habe ich irgendwann Mitte des Jahres habe ich die gezogen von meinem Bonsai. Und von denen, da habe ich im Fensterbrett noch zwei stehen, habe ich diese Stecklinge schon wieder gemacht. Wunderbar. Also Legusta, tipptopp. So, jetzt machen wir nochmal den Rödeldraht ab. Nicht wundern, warum der blau ist. Jetzt werden viele vielleicht sagen, was ist das für ein Bonsai-Draht? Das ist kein Bonsai-Draht, das ist Elektrokabel. Also Reste davon. Hat was damit zu tun. Geht mal im Baumarkt und kauft euch mal Elektrokabel 25 Meter. Ich sag mal anderthalb Quadrat, zweieinhalb Quadrat, je nachdem. Und ihr habt immer drei volle Ordnern da drin. Also eigentlich habt ihr 25 Meter, wenn ihr euch 25 Meter kauft, mal drei. Und das ist unterm Strich allemal billiger als jeder Bonsai-Draht, den ihr zu kaufen kriegt. Also ne, wer es ein bisschen günstiger mag und vielleicht nicht ganz so viel Wert auf Optik legt, kann man mal machen. So, dann schauen wir mal. Der ganze Kamerad steht die ganze Zeit in einer Selbstbewässerung. Das hier unten ist eine abgeschnittene USC-Flasche, das hier oben ist ein schwarzer Trinkbecher und da drin ist ein Docht. Und steht alles auch im Vulkatex-Ceramis-Gemisch. So, dann holen wir das jetzt einfach mal raus und gucken uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Okay. Ja, ein bisschen störrisch. Ich glaube, da hängt er doch mit dran. Wir probieren es einfach mal weiter. Nützt nichts, schneiden wir doch ab. Da schneiden wir den doch ab. Das stört überhaupt nicht. So. Na, aber hallo. Ach, cool. Ach, meine Woman. Okay. Da bin ich aber guter Dinge, dass auch das mit dem Legusta und dem Projekt Bottle in the Bottle gut werden könnte. Das Projekt Bottle in the Bottle habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, auch nicht den Namen. Ich habe da keine Namensrechte und nichts dran. Das Ganze habe ich zum ersten Mal gesehen bei dem YouTuber Detlef Römisch und musste es nachbauen. Das war so genial. Ich musste es einfach nachbauen und es hat so schön funktioniert. Deswegen jetzt hier Runde 2. Der Detlef hat das damals natürlich draußen gemacht. Ich mache es drin, aber ich weiß gar nicht mehr, mit was er das gemacht hat, aber es war auch übelst geil geworden. Nach, ich glaube, 5 Jahre hat es bei ihm gedauert. So, also, mein lieber Mann, das könnte aber was werden. Da brauche ich mir gar nicht so sehr Gedanken drüber zu machen, dass die Wurzeln nicht ans Wasser kommen. Das wird aber cool. Oh, wird das geil. So, ich werde gleich mal versuchen, das Ganze hier, die Wurzeln sind es natürlich durch den Becher, ein wenig hängen die natürlich zusammen. Ich versuche die jetzt gleich mal ein bisschen zu entwirren. Ach, das wird cool. Ich bin guter Dinge. So, den legen wir jetzt erstmal. Nein, den legen wir nicht hin. Das war's. In dem Becher ist auch noch genug Wasser.
So, damit wir jetzt die Wurzeln nicht austrocknen, werden wir den Rest vorbereiten. Das alte Substrat stelle ich drüben auf der Heizung. Das darf trocknen und darf dann wiederverwendet werden. Vielleicht vorher mal durchspülen wegen den Nährstoffen. Gegossen habe ich diese ganze Geschichte immer, also gerade den hier, immer Pi mal Daumen, immer so das Wasser unten drin steht, mal Osmosewasser, mal aufgedüngtes Wasser, mal ein Schluck Leitungswasser. Aber ist ein Fikus, kann was ab. So, also nochmal zum Verständnis. Ich mache jetzt erstmal hier unten ein bisschen Substrat rein. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, es ist mineralisches Substrat mit Cernamis, also auf Drainage müssen wir nicht achten. Haben wir ein Glück. So, ja, ist ein bisschen doof. So, ich habe jetzt hier unten einfach, das sind jetzt so ungefähr 5 cm gemacht, damit wir unten einen hoffentlich einen Wurzelteller kriegen werden. Ich lasse mich überraschen. Jetzt kommt die da rein, da soll jetzt allerdings rumwachsen. Also nur mal zum Verständnis, jetzt kann ich das ja schön zeigen. Der hier kommt dann irgendwie, ich weiß, es wird so, na, vielleicht könnte ich es so drüber geschoben kriegen, das wäre natürlich super geil. Der kommt jetzt so da oben drauf. Da steht schon. Schön. Ja, man darf sich auch mal freuen. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich habe da oben genug aufgeschnitten. Das wäre ja geil, wenn das jetzt klappen würde. Ohne dass wir. Nee, ist mir ein bisschen zu heiß. Ist mir ein bisschen zu heiß. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Wurzeln abbreche oder abschneide oder anritze. So, so steht da jetzt drauf. Genau, das wird schick. Jetzt nehme ich mir nur mal einen Spatel. Einen. Wo ist er? Wir haben ihn versteckt. Warum? Was ist hier los? Hä? Oh! Hallo? Ach da. Ja, es ist. Wenn ich hier filme, muss ich immer ein bisschen. Hier stehen normalerweise Pflanzen in Hülle und Fülle, die räume ich dann immer darüber und dann finde ich mich auch da drüben noch nicht zurecht. Und naja. Da könnte rein theoretisch noch ein Stück höher. Dafür machen wir jetzt einfach mal. Links herum um die Flasche einen kleinen Rand, dass die ein kleines bisschen eingebuddelt steht, einfach nur damit der Kreuz ein bisschen höher steht. Also so erstmal der Plan. Ob es was wird, sehen wir gleich. Ja, viel besser. So, wieder hinein mit dir. Das Schöne ist, ich habe das bei dem ersten Projekt mit dem Ficus relativ schnell gesehen, dass hier drinnen in diesem System das Wasser nach oben kriecht, alleine schon durch die Verdunstung. Und das ist natürlich richtig cool, weil ist es eigentlich immer feucht. Ich bin unzufrieden, ich habe Probleme, das richtig hinzubekommen. Also müssen wir uns hier mal
ein bisschen Platz schaffen. Mir hat das vorhin eigentlich ganz gut gefallen, dass ich das hier schon so halbwegs in Form gebracht habe oder in Form bringen konnte. Ich riskiere es. Langsam. So, genau, jetzt haben wir nämlich hier oben auch noch ein bisschen Luft für die ganzen Wurzeln. Die Wurzeln liegen jetzt auch schon schön an der Seite ringsrum. Ah, das gefällt mir aber gut. Oh, gefällt mir das gut. Kann man Stecklinge draus machen. So, ich habe da vorne noch mein Wassertässchen. Da habe ich auch schon wieder welche drin. So. Jetzt versuchen wir das Ganze mal zu füllen. Ich höre mir nochmal noch lieber einen kleineren Becher, weil es kann sein, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird. So, dann füllen wir das Ganze jetzt erstmal an. Ja, es tut mir leid, es kann jetzt sein, dass es jetzt ein bisschen ekelhaft wird vom Ton her. Vorzuspulen. Dann haben wir es ja schon fast. Ja, hat gerade so gereicht. Was mir jetzt gerade einfällt, jetzt ist natürlich oben das Stäbchen wieder. Ich
Ich bin immer nicht so der Freund von Drahten, weil es wächst immer alles so schnell ein. Das sieht dann immer aus. Das ist immer alles nicht so schön. Und hier hätte ich es eigentlich ganz gerne, dass er noch ein bisschen nach oben wächst. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich den abgestützt kriege. Ich will es nicht reinstecken, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, was das Kupfer mit dem Wasser und so ausmacht. Aber bevor wir überhaupt was machen, müssen wir erstmal ganz, ganz schnell angießen, damit er uns jetzt nicht trocken fällt. Jetzt habe ich natürlich die Gießen vorbereitet, ganz klar. Ich nehme jetzt erstmal reinweg Osmosewasser. Weil da muss ich jetzt erstmal, ich habe mich jetzt gestört, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen wieder erholen. Am Anfang habe ich auch mit dem Fikus immer nur von oben gegossen, damit oben immer schön die Wurzeln feucht wurden. Irgendwann habe ich dann nur noch, ich lasse ihn nur noch unten im Anstall stehen, weil die Wurzeln sind mittlerweile unten angekommen und er soll ja nicht hier oben feine Saugwurzeln bilden. Er soll ja dann auf Dauer irgendwann seine Saugwurzeln unten haben, damit er oben einfach auf seinem eigenen Stämmchen steht. So, jetzt kommt das erste Wasser schon unten durch. Ich klebe das dann nachher noch wieder mit Zeitung ganz normal zu. Ich nehme da einfach Zeitung und ein bisschen Isoband und dann ist es gut. Einfach damit nicht so viel Licht rankommt, weil wenn da zu viel Licht rankommt, dann bildet sich auch Moos und Algen und willst du alles nicht haben. Und von daher wird es einmal abgeklebt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Ich hatte mal darüber nachgedacht, den mal anzumalen, aber dann dachte ich mir, dann kann ich ja nicht reingucken, wie es den Wurzeln geht. Aber wie du es machst, machst du es verkehrt. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, das einfach immer mit Zeitung einzuwickeln. Bei dem hier mache ich es dann genauso. Und dann ist es gut. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Es ist diesmal ein deutlich größeres Gefäß. Man merkt es auch gleich beim Gießen, dass man ja nicht. Bei dem Kleinen, da hat man relativ schnell gesehen, dass ringsrum mal irgendwie sich ein bisschen Wasser gezeigt hat oder so beim Gießen, aber das macht es jetzt hier gar nicht. Ich habe es noch nie mit dem Leguster ausprobiert, also ich habe es auch noch nie mit so einem riesengroßen Gefäß ausprobiert. Das wird jetzt die Zeit mit sich bringen. Ich werde sehen, wie es geht. Ich versuche ihn jetzt immer schön feucht zu halten oben. Beziehungsweise wird er wahrscheinlich selber dafür sorgen, dass er oben feucht ist, allein durch die Thermik. Und dann werde ich mal schauen. Ja, liebe Leute. Das war's erstmal an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob es heute ein bisschen kürzer oder schneller ging. Ich sehe die Zeit gar nicht. Ich hoffe, ich habe aufgenommen. Wie gesagt, der Kleine und der Große, das wird richtig geil. Also, wenn das was wird, das wäre der Oberhammer. Denn ein Liguster, wenn der jetzt hier oben einen schönen Stamm ausbildet und dann hier unten so groß auf seinen eigenen Wurzeln steht, also das wird richtig cool. Da freue ich mich jetzt schon drauf, das Projekt weiter zu betrachten. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Wurzeln, ja gut, der ist jetzt ein Vierteljahr alt, die Wurzeln waren alle weiß, also den Wurzeln geht es gut. Aber halt noch nicht so, dass sie jetzt kräftig waren, aber nach einem halben Jahr kann man da auch noch nicht erwarten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der vermutlich 3, 4 Jahre hier drin stehen wird. Ich kann es gerade schlecht einschätzen. Ich habe immer nur ein bisschen was mit Fikus gemacht und so. Ich meine, man sieht es ja hier, ne? Fikus, Fikus, ja, das ist eine Banane. Ich habe den Liguster geschenkt bekommen und habe mich vorher nie wirklich mit Liguster beschäftigt und habe festgestellt, mein Gott, das ist ja ein richtig cooles Zeug, womit man richtig viel machen kann. Und habe da überhaupt noch keine Erfahrungswerte, wie das so mit dem Liguster läuft. Aber das wird jetzt auch die Zeit mit sich bringen. Und mal gucken, ob das was wird. Und sollte ich merken, dass der kümmert
dass er eingeht, dann war es vielleicht nicht das richtige Mittel der Wahl, das Ganze mit den Ligustern zu machen. Dann habe ich hier drüben noch genug Fikusse, die bereitstehen, um hier reinzuwandern. Und dann neues Spiel, neues Glück. Ich meine, das sind selbstgezogene Ligustersteckklinge. Die haben mich jetzt kein großes Geld gekostet, also von daher schauen wir mal. So. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich habe schon das nächste Projekt am Start. Ich will mal was Cooles probieren mit einer, ja, ich nenne es mal vorsichtig, mit einer Art Bonsai-Schale. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch abdrehe. Unter der Woche schaffe ich es meistens nicht. Also wird es dann wahrscheinlich fürs nächste Wochenende sein. Und bis dahin, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Na? Jodi!